60 Gespräche inzwischen, in wenigen Wochen entstanden bei UnUni TV, jeweils 15 Minuten, in der Regel zwei Personen. Ich schaue morgens in den Kalender von UnUni rein, gucke oft die Mensa-Talks, die Zeit um 12 gefällt mir am besten. Natürlich landen die Videos danach auf der Website und bei YouTube. Ein Beispiel, Wiebke Ladwig, Köln. Sie nennt sich selbst Social Web Ranger. Das heißt, sie führt nicht die Nationalparks, sondern im Internet. Für die Interviews gibt es diesen Fragenkatalog. Nummer 2 finde ich besonders gut. Wie erklärst du es deinen Freunden und Verwandten, was du machst? Stellt sich immer wieder raus, wie schwer das ist. Der Befragte entscheidet dann auch selbst die Kategorie für das Interview. Oft ist es Flow. Jöran, Hamburg, versucht zusammenzubringen Lernen und Bildung mit digitalen Medien. Er hat gerade einen Online-Kurs, gute Apps für Kinder. Das ist Ellen Trude. Sie bringe ich in Verbindung mit Unternehmen oder Enterprise 2.0, in Verbindung auch mit Social Media. Sie ist im Vorruhestand, aber im geistigen Unruhestand. Horst Sievert, Senioren lernen online. Dort bin ich auch dabei. Ohne ihn hätte ich dieses iMovie-Filmchen gar nicht machen können. Denn solche Sachen lernt man in den Stammtischen online. Und hier kommt Mons 7, Monika E. König, bekannt in der E-Learning-Szene. Sie liebt MOOCs, war eine der Veranstalterinnen des MOOC-Maker-Kurses im Frühjahr und hat den bekannten Blog Lernspielwiese. Hier überall in den Portalen ist UnUni TV vertreten. Wichtig ist, UnUni ist noch in der Crowdfunding-Phase. Dort kann man auf der Seite von Start Next sich beteiligen. Das geht ab 5 Euro bis ganz nach oben. Kann sich jeder etwas Passendes aussuchen. Das ist die Webadresse www.ununitv und hier die Lizenz für mein Filmchen.